Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen, die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Was ist anders an dir? Schatz, findest du meine Nase zu groß? So schöne Augen. Ja, nicht schlecht. So ein tolles Lächeln. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus.
Ein Schnurrbart. Cool. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Mein schöner Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich liebe diese Lippen. Richtig schön frisch. Du hast so ausgeprägte Wangenknochen. Hey, Schatz. Ich bin gleich soweit. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Cosworth. Natürlich, Sir. Oh, die Milch wurde geliefert. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ah, da
Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Immer nur das gleiche Zeug. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Unsere Truppen in Übersee haben offenbar auch mit ungewöhnlichem Wetter zu kämpfen. Auf der Insel Mambajao sind die Nächte sehr kalt, was für Südostasien zu dieser Jahreszeit unüblich ist. Aber die 5. Infanteriedivision fühlt sich bei solchem Wetter erst so richtig wohl. Das macht es unseren mechanisierten Hellcats umso leichter, die dreckigen Kommunisten kreischen in den... Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Etwas, das zweifellos und unbestreitbar amerikanisch ist. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Heute Nachmittag werden die Boston... Guten Morgen. Was für ein Tag! Sehen Sie sich diesen Himmel heute an! Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann... Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Du hast Cotsworth gehört. Los. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen.
Cordsworth, was ist los? Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir Cordsworth. Haben Bestätigung. Der Kontakt zu unseren Partnersendern scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort! Ich hab schon. Gehen wir! Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Ich bin hier! Los! Das ist absurd! Ich bin nicht auf der Liste! Sie kommen nicht rein! Sie können mich nicht rein! Okay. Wir müssen rein! Wir stehen auf der Liste! Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns helfen! Folgen Sie mir! Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können! Gehen Sie jetzt bitte weiter! Treten Sie bitte auf die Plattform! In die Mitte! Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Lassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Unterboden. Entschuldigung. So gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Gott. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir werden... Schatz. Es wird alles gut, oder? Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Die Treppe hoch, bitte. Voltec ist für Sie da. Männlich. Alle Sie neuen Bewohner gehen weiblich. Etwas hoch. Aber okay. Einfach hier. Männlich. Willkommen. Nehmen weiblich Sie sich mit doch Anzug. Einen Anzug. Sie tun. Da vorne, bitte. Treten Sie an den Tisch heran. Danke. Sie einen Anzug. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt, hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Es ist den Gang dort hinunter. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Nehmen Eine Sie unserer einen. Fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, Sir? Was wir hatten. Meine Eltern sind unten in D.C. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Gehen Sie weiter. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Hallo. Bereit für jede Menge Namen zu bearbeiten. Ich bin froh, dass es so viele Leute geschafft haben. Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Papa
ist doch da. Siehst du? Und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Schon. Das muss doch irgendwie aufgehen! Kritischer Fehler in Kryoanlage. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen.
Zuganlage. Alle Wolken zügig verlassen. Kritischer Fehler in Kurs. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Wo sind alle?
Ned. Dich hole ich mir später. Ist das alles, was noch übrig ist?
bitte zurücktreten. Und jetzt für euch aus dem, dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Raid. Und jetzt für euch aus dem, dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Hier kommt Anything Goes von Cole Porter. Ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Cotsworth, was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir?
Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cotsworth, du verhältst dich... ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Wenigstens etwas. Es soll als Erinnerung dienen, Sir, an glücklichere Tage. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Orte feindliche Kuckuck. Hier ist nichts außer ein paar Fliegen. Wahnsinn! Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Hervorragend!
Ja. Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Bleibe hier und sichere die Heimatfront.